Jetzt mal ganz ehrlich, kann man eigentlich genug Messer besitzen? Manche sagen, natürlich. Ich sag, nein, niemals. Das ist mein neues Everyday Carry, mein neues EDC-Messer. Und wenn du wissen willst, was es kann und ob es auch etwas für dich ist, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann vom Survival Shop im Lebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ich melde mich hier aus dem schneeverseuchten Buschkraftcamp auf Waldurlaub.at. Schön, dass du dabei bist. Das ist nun mein neuestes EDC-Messer. Ja, das ist sehr schlank, sehr leicht von Böker. Ein Zweihandöffner, das heißt für alle, die in Deutschland leben, das darfst auch mit draußen herumführen, ohne als Terrorist zu gelten. Das ist schon einmal praktisch. Das Ding ist höllescharf, ist wirklich höllescharf. Das macht richtig Spaß, mit dem Ding zu arbeiten. Schau mal her. Also ich glaube, dass ja, das für sich spricht. Das ist natürlich keine stabile Superklinge, das ist klar, sondern für tägliche Arbeiten, die es ganz einfach zu tun gilt. Und es gibt im Endeffekt ja, keine Sicherung, das heißt, es rastet nicht wirklich ein, also es ist kein feststehendes Messer. Ist absolut in Ordnung. Der Stahl 12C27, ob das für dich gut oder schlecht ist, musst du selbst bewerten. Ja, da gibt es ja unterschiedlichste Meinungen dazu. Feuerstahlbedienung ist überhaupt nicht möglich, sondern es ist einfach ein Sackmesser. Hier ein kleiner Clip mit angebracht, der abmontiert werden kann. Leider nicht auf die andere Seite passt. Ist ganz einfach so. Und es ist auch kein Deep Carry Clip, denn ja, das Ding schaut doch ein kleines Stückchen heraus. Ist ganz einfach so. Es gibt die Möglichkeit, hier hinten ein Lanyard, ich hoffe, das ist auch richtig ausgesprochen, ein Schnürl zu montieren. Habe ich aber nicht. Ich habe dieses Atlas, Böker Atlas heißt es, auch in einer Multitool-Funktion. Das heißt, das ist dann etwas breiter. Das war übrigens das erste und daher habe ich mir dann auch das kleine gegönnt. Und alles billige Eigenwerbung gibt es natürlich bei meinem Shop, ist eh ganz klar. Da ist eine Schere dabei, aber ich bin dann drauf gekommen, dass ich eigentlich meistens nur das Messer brauche. Und dieses Ding hier, das fällt überhaupt nicht auf. Das ist so leicht, es ist einfach eine Freude. Einen kleinen Vergleich, bevor ich dann noch das eine oder andere arbeite, ist, mir kommt halt vom Stil her das Ganze wie die schwarze Katze, wie das Mercator-Messer, das Kaiser-Wilhelm-Messer, das Soldatenmesser der Frühzeit, ja, vor. Also ganz schlank, ganz elegant, hier jetzt ohne Clip, da mit Clip, ziemlich ähnlich, ja. Natürlich kein Nachbau, aber sicher inspiriert davon. Ist es deswegen schlechter? Nein, ist es auf keinen Fall. Jetzt tun wir was. Also bevor ich jetzt zum Schnitzen wirklich anfange, eine Sache noch. Ich kriege immer wieder Anfragen und Leute fragen mich zu irgendwelchen Designelementen, irgendwelchen Stahlsorten oder so weiter. Und es tut mir einfach leid. Ja? Ich meine das wirklich ernst, es tut mir wirklich leid. Aber es ist mir wurscht, ich weiß es nicht. Ja? Ich kann dir sagen, dass ich das breitere Messer habe, also das Multitool, gibt es natürlich auch beim Shop, ist klar. Das hat genau denselben Stahl, diesen 12C27. Ja? Und es hält sehr, sehr lange die Schärfe. Ja? Das kann ich dir garantieren. Ich weiß nicht, die Zusammensetzung und ob da, weiß ich nicht, was gemacht wurde. Es ist mir wurscht. Ich bin Nutzer und als Nutzer sage ich dir, dass es ab Werk einmal Hölle scharf ist, dass du es super nachschärfen kannst. Mache ich alles mit dem CC4, den Felniven CC4. Ja, nicht mehr, also ich ziehe das immer wieder mal ein bisschen ab. Und dass du ganz einfach eine Freude mit dem Ding haben wirst. Wenn du länger schnitzt, ja, also wirklich jetzt sagst, okay, ich möchte das als Outdoor-Messer verwenden, statt an Opinel, dann würde ich den Clip abmontieren, denn der ist bei längeren Schnitzen, ob jetzt bei dieser Standardversion, die ich dir da jetzt zeige, bei dem Atlas oder dem Atlas Plus, das ist mit der Schere dabei, das ist störend auf Dauer. Tut jetzt nicht so weh, dass ich sage, oh, meine Hand fällt ab, aber wenn du so kleine Diva-Hände hast, so wie ich, dann wird dich das stören, aber das kannst du ja auch ganz locker abmontieren und bist auch mit dabei. Ja? Und wenn du es nur im Hosensack hast, so als Gentleman Knife, dann brauchst du das ja auch nicht, ja? Also, ich weiß, auch das ist für viele ein echter Problem. Ich liebe halt den Powercut, weil ich mit dem Dinge tun kann, die... Das ist super. Ja, der Obi, wenn du das Video siehst, das ist mein Personal Trainer, gib da oben beim i den Link auf das dazugehörige Video. Ich hoffe, du bist zufrieden. Ich arbeite mit der Schultermuskulatur und ich hoffe, das ist gut gemacht. Nein, also jetzt Spaß beiseite. Also ist ein super Messer, lässt sich wirklich ideal damit arbeiten und ich kann jetzt, obwohl es eher für den urbanen Bereich von Böker gedacht ist, da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie das so angedacht haben, ist es auch eine Alternative zum Beispiel zu einem Opinel-Messer, ja, oder einem Old Bear-Messer. Ja, also das ist auf jeden Fall denkbar.
wenn du den Clip abmontierst, ja, dann wirst du auch Spaß haben zum Arbeiten. Dass dieser Stahl jetzt zum Beispiel im Vergleich zu dem Carbon-Stahl von unseren lieben Opinel zum Beispiel oder Old Bear Messer, die es natürlich auch bei mir im Shop gibt, das ist klar, ist alles hier eine Werbeshow klarerweise, ist natürlich klar, dass der hier ein bisschen mehr Liebe braucht. Also etwas, bei mir zumindest, also ich empfinde es so, da muss ich länger wieder abziehen und nachschärfen, damit es richtig schön klappt. Ja, aber das ist jetzt grundsätzlich einmal kein Nachteil, meiner Meinung nach. Und ja, und auch so Kleinigkeiten, so kleine Arbeiten, wie zum Beispiel, wenn dann der Schnee weg ist, dann kann ich weiter runter ins Tal gehen. Da sind einige Weiden, ja, und da kann man irrsinnig gut Pfeifferl damit machen. Und also Pfeifferl schnitzen, weiß nicht, ob du das kennst. Vielleicht hat das bei dir daheim, wo du lebst, auch Tradition, ja, dass man im Frühjahr hergeht, wenn die Bäume beginnen, den Saft abzusondern und in den Saft kommen sozusagen. Ja, Pfeifferl macht, also Pfeifen bastelt mit den Kindern aus Weiden. Weiß nicht, ob das bei dir auch der Fall ist, aber das lässt sie mit dem Messer auch auf jeden Fall machen. Liegt gut in der Hand. Du weißt, du merkst es schon, es taugt mir total. Ja, das war's jetzt. Ich meine, wie kann man so lang über so ein kleines Messer reden? Ja, ich finde es einfach wirklich schön und taugt mir total. Und ich bin jetzt auch sehr, sehr froh, dass ich mir die kleinere Version geholt habe, weil es wirklich Spaß macht. Gibt eine kleine Schleifkerbe, die aber jetzt nicht so massiv ist, dass man irgendwie hängen bleibt, dass es beim Arbeiten unangenehm wäre. Ein wirklich perfektes Sackmesser. Und natürlich gebe ich da den Link in den Shop oder auch zu Amazon, wenn du das kaufen willst, bei mir oder bei einem anderen, ist auch egal. Taugt mir total. Übrigens, wenn du meinen Messerkanal noch nicht kennst, ja, dann gebe ich da auch unten den Link. Da rede ich nur über Messer. Also wenn du reine doppelt hören willst und sehen willst, dann lass auch dort ein Abo da. Das war's. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Da, Abo da lassen. Da geht es direkt in den Shop zu diesem Atlas, zu diesem Gentleman Knife, zu dem EDC-Messer. Ein paar andere Videos zum Anschauen. Es hat mich gefreut, dass du dabei warst, dein René Rossmann. Bis bald und ciao, ciao.